Na, ist der Zug abgefahren, die Jahresendrallye doch noch verschoben, bleibt das ganze Spiel nach oben aus. Offensichtlich sieht es im Moment beim DAX so aus, der Kurs dramatisch nach unten gekommen. Naja, was ist schon dramatisch, aber zumindest mal so auffällig, dass man schon an den bullischen an die bullische Aufwärtsbewegung gar nicht mehr glauben mag. Denn die Bewegung ist nicht nur im DAX im Einzelnen, im Gesamttitel zu sehen, sondern auch im Einzelnen. Denn wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, Wirecard, wir waren vorhin mal 7,7% unten, haben sich wieder ein bisschen erholt, aber trotz alledem weit abgefallen. Nachdem wir schon einen schwachen Tag haben, die Deutsche Bank deutlich runtergegangen, die deutschen Autotitel runtergegangen, Lufthansa runtergegangen, BASF, also eigentlich alles, was Rang und Namen hat und davon viele Titel sogar mit 3, 4, 5% oder mehr teilweise, wie angesprochen, schon die Wirecard. Also alles nicht wirklich toll. Und interessanterweise, ich habe es ja mehrmals angesprochen, wir haben die latente Chance auf eine Jahresendrallye, wenn der Markt nach oben eben ausbricht. Das hat er nicht getan. Wir sehen, wie wichtig es ist, eben nicht einfach nur mit einer Idee in den Markt reinzustechen, sondern tatsächlich darauf zu warten, dass der Markt auch tatsächlich das bestätigt. Stichwort Setup, das war die Idee der Jahresendrallye, des Anstieges, des Bullen, der Bullenflagge, die nachher nach oben dann getriggert werden sollte. Und dann in dem Zusammenhang eben tatsächlich, dass das auch getriggert wird. Das heißt, das letzte Zwischenhoch dort rausgenommen wird. Das wäre eine, naja, wie ich finde, wichtige Kombination. Die ist nicht passiert. Der Markt ist nach unten weggedroppt sozusagen und hat damit auch mit dem Ausmaß, mit der Geschwindigkeit auf der einen Seite, aber auch mit dem Ausmaß klar gemacht, nach oben ist im Moment wirklich nicht viel zu holen. Dementsprechend sind wir auf der Abwärtsseite offensichtlich orientiert und das nicht nur in Deutschland. Der asiatische Markt ist nach unten gekommen, allerdings auch Amerika. Wir haben dort eine sehr heftige Bewegung. Gucken Sie sich mal den Nasdaq an oder den Dow Jones beispielsweise. Sehr, sehr heftige Bewegung und damit in Fortsetzung nach dem Rücksetzer, den wir in den letzten Tagen hatten. Es ging mal zwischendurch ein bisschen nach oben für 2, 3 Tage, aber ansonsten sind wir doch relativ stark nach unten unterwegs und das scheint sich fortzusetzen. Wie gehen wir jetzt damit um, wie wir im Trade des Tages umgehen? Das lesen Sie natürlich in den einzelnen Tagesausblicken, aber wie man generell umgehen kann und wie Sie vielleicht auch in Ihrem Marktumfeld, in Ihrem Lieblingstitel vielleicht eine tolle Situation finden können, das wäre, wenn Sie jetzt schauen, wenn der Markt nach oben kommt, ob er das wackelig macht, ob er eine Bärenfahne in dem Fall, das heißt in einem Trendkanal nach oben wackelt, das wäre ein typisches, ein klassisches Bild. Und dann können Sie nochmal auf die Fortsetzung nach unten setzen. Ähnliches Bild wie bei Rohöl, was ich in den letzten Tagen ja immer wieder und Wochen eigentlich immer wieder mal angekündigt habe. Genau dieses Bild, wenn das kommt, haben Sie die besten Chancen. Apropos Rohöl, da war es ja nicht ganz so schick, denn der Markt hat zwar nach unten erstmal getriggert. Und jetzt kommt hier noch die Ansage dazwischen, er hat nach unten getriggert und ist allerdings auf der anderen Seite nochmal wieder nach oben gekommen. Trotz alledem noch das wesentliche Bild ist immer noch abwärts gerichtet, zumindest mal sieht es wesentlich so aus. Und man hat die Chance, dieses Spiel immer wieder nochmal zu wiederholen. So, in diesem Sinne lasse ich Sie jetzt erstmal alleine. Sie sollen ja selber auch ein bisschen Spaß an den Charts haben. Ansonsten empfehle ich Ihnen, gucken Sie sich den Trade des Tages an. Nachrichtenseitig ist heute nicht wirklich was auf dem Programm, was relevant ist. Auch aus Amerika heute Nachmittag nicht wirklich spannende Daten. Trotz alledem vielleicht mal drauf gucken, wer mag. 14:30 ist ja ein Klassiker. Kann man immer mal im Auge behalten. Ihnen alles Gute. Wir sehen uns in Kürze wieder. Bis dahin, gute Fahrt an den Märkten. Bis zum nächsten Mal.